So, heute wollen wir mal schauen, wie man hier dieser Eco X-Mall entkalkt. Das symbolisiert er durch das Blinken, das Schnelle hier unten beim Ausrufezeichen. Dazu ist der erste Schritt, erstmal hier den Wasserbehälter unten entnehmen und leeren. Anschließend wieder einsetzen. Wenn im Wassertank so ein Brita-Filter drin ist, dann diesen auch entnehmen. So, zu Beginn den Wassertank komplett entleeren. Dann befüllen wir den Wassertank komplett mit dem Entkalker. Das ist jetzt kein Saeco, sondern ein kompatibler. Ich denke, da macht man sich keinen Abbruch. Aber Vorsicht, die Garantie verfällt natürlich. Den kippen wir komplett in den Wassertank und füllen den Wassertank mit normalem Wasser auf bis zur Max-Markierung. Dann den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen. Nun fahren wir damit fort, dass wir die Maschine ausschalten und einen großen Behälter. Ich habe hier noch eine kleine Glasschüssel hingestellt, damit die große Schüssel auch den kompletten Platz hat. Drehen auch den Dampf oder den Wasserauslass so, dass er in die Schüssel zeigt. Und jetzt ist der nächste Schritt, den Wahlzeiger auf Bohne zu stellen. Das ist hier in dem Fall schon passiert, also mittig auf die Bohne. Und dann drücken wir beide Tasten, hier die kleine und die große Tastentaste, gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Im ausgeschalteten Zustand, wohlbemerkt. So, jetzt fängt das Gerätchen auch schon an. Jetzt hat hier wieder die LED begonnen zu blinken und das behält es bei. In der Phase jetzt gibt das Gerät das Entkalkungsmittel mehrmals in Intervallen, also immer mal wieder von circa einer Minute, intern in die Abtropfschale aus. Das können wir nicht sehen, weil das eben intern passiert. Das Gerät gibt es eben nicht vorne rüber aus. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Lassen wir mal so laufen. So, nachdem das erledigt ist, zeigt die Maschine diese LED an, die Doppeltaste leuchtet. Und nun müssen wir unseren Wahlschalter auf die heiße Tasse, auf die Teetasse drehen von hier. Und dann dauert es ungefähr 15 Minuten. Er wird hier über die Auslässe eben das Kalkwasser durchspülen. Nachdem der Schritt beendet ist, beginnt diese LED hier so langsam zu blinken, wie sie es tut, und die rote LED blinkt schnell hier unten immer noch. Nun bewegen wir den Drehschalter wieder zurück auf die Bohne und die rote Tropfen-LED leuchtet. Was wir jetzt tun, ist sämtliche Behälter ausleeren, also die ganzen Abtropfbehälter. Dazu entleeren wir hier den Auffangbehälter und entleeren hier die Tropfschalen und bringen sie wieder an. Nun kommen wir zum Abschnitt erste Spülung. Dazu entnehmen wir den Wassertank, entleeren hier das restliche mit dem Entkalker versehene Wasser, spülen den Behälter gut durch. So, nun wieder den Wasserbehälter mit klarem Wasser füllen bis Max und einsetzen. Nun leuchtet hier die grüne LED wieder auf. Wir drehen den Wahlschalter auf die heiße Tasse, damit sich das System entlüften kann. Dazu drehen wir aber hier den Bogen wieder ein bisschen ein. Nun ist das Gerät entlüftet und die grüne LED hier blinkt in Intervallen. Dann drehen wir den Wahlschalter wieder auf die Bohne.
Dann wird das Gerät sich innerhalb reinigen. Es kommt kein Wasser aus den Auslässen vorne, sondern nur in die Auffangschale. Nun stellen wir wieder einen Auffangbehälter darunter und drehen den Hebel wieder auf die Teetasse. Der Wassertank wird sich nun vollständig entleeren. Nun hat die LED hier begonnen zu blinken. Wir drehen den Wahlschalter wieder zurück auf die Bohne. Daraufhin leuchtet das Wassersymbol. Jetzt werden wir sämtliche Auffangbehälter, das heißt die Schüssel und die Abtropfschale, entleeren. Nun entnehmen wir wieder den Wassertank. Wir schütten dieses Wasser weg und spülen den mit klarem Wasser 2-3 Mal aus und befüllen ihn wieder. Nun leuchtet wieder die grüne LED. Das heißt, wir können unsere Auffangeinrichtung wieder aufbauen. Nun sind wir im Schritt zweite Spülung. Wir drehen wieder den Wasserstrahler nach in die Schüssel und den Drehschalter auf die Teetasse. Das Gerät hat sich nun ausgeschaltet. Die Wasserbehälter können entleert werden und der Entkalkungsvorgang ist beendet. Jetzt kann sie einfach wieder eingeschaltet werden über den Knopf und sollte entkalkt sein. Das Einzige, was er jetzt bemängelt, ist, dass kein Wasser mehr drin ist. Viel Erfolg beim Nachentkalken!